Du bist auf der Suche nach ein paar neuen Kopfhörern? Kompakt sollen sie sein und dennoch mit aktiver Geräuschunterdrückung? In puncto Qualität sollen sie natürlich auf einem hohen Level sein? Dann bist du hier genau richtig. Heute habe ich wieder etwas aus dem Apple-Universum für euch, und zwar habe ich mich nach langer Überlegung für die AirPods Pro entschieden. Mir fiel die Entscheidung anfangs nicht leicht, da ich eigentlich nicht so ein großer Fan von In-Ear-Kopfhörern bin. In der Vergangenheit habe ich meistens auf On-Ears oder Over-Ears-Kopfhörer gesetzt. Gerade auf Reisen im Zug oder im Flugzeug habe ich die Geräuschabschirmung durch die Hörmuscheln zu schätzen gelernt. Die In-Ears, die ich bisher genutzt habe, haben ihren Zweck, was die kabellose Soundübertragung angeht, erfüllt. Und in Sachen Komfort habe ich es halt so hingenommen, wie es war, weil ich zu dem Zeitpunkt kein weiteres Referenzprodukt kannte. Das sollte sich nun nach dem Kauf der AirPods Pro von Apple ändern. Scanning. Geliefert werden die AirPods Pro wie so oft in einer sehr schlicht gehaltenen Verpackung. Der Inhalt besteht aus etwas Lektüre, Silikon-Eartips in drei verschiedenen Größen, einem Ladekabel, dem Ladecase samt den AirPods Pro. Das Design von den AirPods Pro ähnelt den Standard-AirPods. Wo die Standard-AirPods eher an Zahnbürstenaufsätze erinnerten, sehen die Pros vom Formfaktor eher wie ein Föhn aus. Farblich sind die AirPods Pro samt Ladecase in Hochglanzweiß gehalten. Außerdem besitzen die AirPods Pro eine Belüftung für einen Druckausgleich, was ich sehr angenehm finde. Bei meinen bisherigen In-Ears hat mich dieses Druckgefühl in den Ohren teilweise gestört, da man dadurch zum Beispiel seine Schritte beim Gehen oder Laufen deutlich wahrnehmen konnte. Das ist kein gesponsertes Video. Die hier vorgestellten Produkte habe ich von meinem eigenen Geld gekauft. Ich möchte lediglich meine persönliche Meinung über diese Produkte mit euch teilen. ANC, Active Noise Cancelling, zu Deutsch aktive Geräuschunterdrückung, ist die wohl größte Neuerung im Vergleich zum Standardmodell. Die AirPods Pro benutzen zwei Mikrofone, eins ist nach innen gerichtet und das andere nach außen. Wie genau funktioniert Active Noise Cancelling? Die in den AirPods Pro integrierten Mikrofone erfassen die umgebende Geräuschkulisse, analysiert diese und speist ein kaum wahrnehmbares gegenläufiges Signal ein. Stör- und Gegensignal löschen sich dann gegenseitig aus und der Lärm verschwindet größtenteils. Dieses Verfahren eignet sich besonders bei niederfrequenten Tönen, wie zum Beispiel der Lärm aus einer Flugzeugkabine. Unterhaltungen unmittelbar in der Nähe werden zwar gedämpft, verschwinden allerdings nicht restlos. Damit kann man sich an so manchen Orten etwas Ruhe verschaffen und tut meiner Meinung nach auch noch was für seine Gesundheit, da man den Lärm auf Knopfdruck verstummen lassen kann. Das eben angesprochene ANC, gepaart mit anpassbaren Silikon-Eartips und den größeren Lautsprechern, verleihen den AirPods Pro einen satten und dynamischen Sound. Klangempfinden ist teils etwas Subjektives. Im Vergleich zu anderen zuvor genutzten Marken können diese kompakten In-Ear-Kopfhörer durchaus überzeugen. Klar, eine noch effektivere Geräuschabschirmung erreicht man mit ANC-gesteuerten Over-Ears zum Beispiel, ist dann natürlich auch ein anderer Formfaktor. Dann hätten wir da noch 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking. Hierfür benötigt man allerdings ein iPhone, iPad oder Apple TV. Schaut man jetzt im ANC-Modus einen Film, hat man ein immersives Klangerlebnis. Je nachdem, wie der Kopf gerade zur Bildquelle ausgerichtet ist, nimmt man den Sound wie in einem 3D-Surround-System wahr. Die AirPods Pro besitzen am Stiel Drucksensoren. Je nachdem, wie oft man diese drückt, kann man Songs pausieren, einen Song vor- oder zurückspringen oder einen Anruf annehmen. Bei längerem Drücken wechselt man vom ANC-Modus in den Transparenzmodus, wodurch das außenliegende Mikrofon die Umgebungsgeräusche einfängt und in einem angenehmen, natürlichen Lautstärkepegel verstärkt.
Angenehmer Pegel deswegen, weil es mir schon öfter so vorkam, dass Lärmpegel, die teils schon sehr schmerzhaft für die Ohren waren, durch den Transparenzmodus zwar deutlich wahrnehmbar waren, aber es auf eine geringere Lautstärke runtergepegelt wurde. Falls ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren, ob das wirklich so ist. Außerdem ist eine Sprachsteuerung über Siri, wie schon bei den Standard-AirPods, möglich. Laut Apple beträgt die Wiedergabe der AirPods Pro 4,5 Stunden mit einer Aufladung und 5 Stunden bei deaktivierten ANC-Modus. Die Sprechdauer liegt bei 3,5 Stunden. Könnte etwas besser sein, aber das Ladecase lässt darüber hinwegschauen. Mit nur 5 Minuten Ladezeit im Case hat man wieder eine Stunde Hörgenuss. Bis das Case selber wieder ins Netz muss, kann man die AirPods Pro so oft darin laden, dass sie auf eine Gesamtwiedergabezeit von über 24 Stunden kommen. Die AirPods Pro kosten 279 Euro. Ja, das ist ein stolzer Preis. Wenn man Glück hat, kann man sie aber schon weit unter diesem Preis erhalten. Wer sich noch nicht ganz sicher ist, ob das was für einen ist, kann auch noch ein paar Tage warten. Denn im April 2021 findet wahrscheinlich ein digitales Event von Apple statt, wo Vermutungen zufolge unter anderem die neuen AirTags und die Standard AirPods 3 vorgestellt werden. Diese werden etwas günstiger sein, dafür muss man höchstwahrscheinlich auf ANC und auf die Silikon-Eartips verzichten. Aber genaueres werden wir dann nach dem Event wissen. Das war's für heute mal wieder. Wenn ich dir mit diesem Video bei deiner Kaufentscheidung etwas weiterhelfen konnte, zeig es mir gerne mit einem Like. Falls du keine weiteren Technikvideos auf meinem Kanal verpassen möchtest, lass gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Technikvideo auf meinem Kanal. Euer Jens. Ciao.